Tasche. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Okay, ich versuche mal lauter zu reden. Es wäre aber auch möglich, dass Sie leiser werden, dann kann man mich auch besser verstehen. Das Ergebnis ist ungefähr gleich. Herr Brok, es ist traurig, sagt er. Und normalerweise so Fragen, die Energiepolitik tendieren, da kriegt der Herr Brok es eigentlich immer so ein bisschen was auf die Nase von uns. Aber eigentlich hat er recht. Er hat sich gerade hier hingestellt, hat sich natürlich, so etwas geschauspielert hingestellt und künstlich aufgeregt. Aber im Kern hat er recht. Im Kern hat er recht. Die Energieagentur NRW ist der Meinung, dass wir das tun müssen. Der Bund ist der Meinung, dass wir das tun müssen. Und Rot-Grün stellt sich hin und glaubt, dass sie was tun. Wir liegen in den Zahlen dahinter. Wir liegen in den Zahlen dahinter. Aber Rot-Grün sagt, es ist alles schick. Das sehe ich anders. Und da bin ich tatsächlich bei CDU und FDP ausnahmsweise. Und guck mal eben, wie es im Einzelnen aussieht. Frau Beisheim hat gesagt, die Elektromobilität allein löst nicht das Problem. Man müsste das ganzheitlich betrachten. Da sind wir ja durchaus dabei. Aber hier steht eigentlich die Frage im Raum, wollen Sie Elektromobilität oder wollen Sie die nicht? Weil so, wie wir die Regierung momentan wahrnehmen, wollen Sie die nicht. Und das ist das, was die CDU mit dem Antrag aufgreift. Sie macht einen Antrag, der an vielen Stellen auch noch kleine Fehler hat, aber das ist geschenkt. Aber sie macht einen Aufschlag dazu und will das Thema nach vorne bringen. Ich sehe nicht, dass die Regierung das entsprechend unterstützt. Und das finde ich schade. Dass Frau Müller-Witt sich dann tatsächlich hier hinstellt und sagt, wortwörtlich, der Antrag war überflüssig, finde ich an der Stelle einfach komplett nicht angemessen. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit und ich hätte eigentlich erwartet, dass die CDU da auch etwas saurer darauf reagiert. Frau Müller-Witt sagt weiter, NRW ist auf einem guten Weg. Auch das hatten wir schon, das sehen wir nicht. Und Holzweg weiß ich jetzt nicht, aber zumindest nicht auf einem guten Weg und das wird ja auch bescheinigt mehrfach. Über die Methodik muss man sich dabei streiten, über den Antrag müssen wir auch mal vielleicht. Ja, fand ich ein bisschen komisch, dass er sagt, Elektromobilität, das Thema Elektromobilität nach vorne stellt, aber am Ende nur vom mobilen Individualverkehr redet. Das war ein bisschen schade, das war Bestandteil der Debatte bei uns. Und dann, Elektromobilität ist enorm interessant für NRW. Korrekt, Herr Brockes? Absolut. Wir haben, glaube ich, extrem viele Pendler und für mich ist die Elektromobilität quasi, der Pendler ist der prototypische Kunde für das Elektromobil, weil er nämlich tatsächlich am einen wie am anderen Punkt, wenn es gegeben ist, laden kann. Den Antrag dazu haben wir eingebracht, damit anzufangen, im Prinzip die Pendler zu befähigen, laden zu können auf beiden Seiten. Das wurde ja auch abgelehnt. Dieser Antrag wird heute auch wieder abgelehnt von Rot-Grün. Die Quintessenz ist, Rot-Grün will keine Elektromobilität und das finde ich schade. Vielen Dank, Herr Kollege Schmalenbach für die Landesregierung.